Guten Morgen, heute mal zum neuen Video, zum saftig knaftigen neuen Video. Mein PC war kaputt, habe ich auf jeden Fall gedacht. Was wirklich war, das ist eigentlich lächerlich, Digga, aber 39 Euro angezündet und verbrannt, hätte ich auch genauso im Kanal schmeißen können und den Goblins da unten was geben können. Wie talk, Digga? Nee, pass auf. Ich war am, lass mich lügen, Montag um ca. 14 Uhr mit Marc am Dauntless Daddeln und auf einmal, bumm, ging die Grafikkarte aus. Woran ich das gemerkt habe? Ach, weil beide Bildschirme synchron ausgegangen sind. Ich stehe auf, guck, mein PC rein, Grafikkarte leuchtet nicht mehr. Aber jetzt kommt der Joke, Digga. Ich konnte fucking nochmal im Discord reden. Da dachte ich mir auch einfach so, was ist jetzt kaputt? Dann habe ich den PC ausgemacht, bin runtergegangen und ein bisschen geguckt, woran es liegen könnte. Habe ich an CapDev geschrieben. Bis heute keine Antwort von den Wichsern übrigens, ne? Falls ihr das hört, Digga, ihr könnt mir am Arsch schlecken, kaufen die wieder einen PC bei euch. Mir im Negativen, Digga. Dann bin ich da hingegangen, zu den Zweitvertreter, wo ich ihnen gekauft habe, aber der PC ist schon captive. So, bin ich hingegangen. Die haben dann gesagt, jo, Rechnung mitbringen. Und dann könntest du den morgen hier abgeben. Und dann schauen wir mal rein. Habe ich dann auch gemacht. War auch absolut nett. Waren alle sehr kompetent. Digga, waren auch alle sehr nett und alle sehr kompetent. Bei Bening. Ich wurde angerufen, nach einem Passwort am PC gefragt, weil man braucht aber Windows 10 Passwort. Lul, Digga, geht da nicht mehr ohne. Durchgegeben. Ja, Digga, nächsten Tag. Ja, warum klingelt, Digga? Woran es gelegen hat? Ja, wohl ein Systemfehler, Digga. Wo ich mir so denke, Systemfehler, ah, chillig, Digga. Ist ja cool. Dann wieder abgeholt. Ja, und dann setze ich hier jetzt, Digga, und nehme die Aufnahme auf. Und ich bin ganz early. Digga, 39 Euro, um Systemfehler zu finden, wo einfach ein Restart vom PC geholfen hätte. Lul, Digga. Also habe ich im Endeffekt 39 Euro angezündet, 1,5 Tage ohne PC verbracht, was absolut unnötig war. Aber ey, scheiß drauf, Digga, wenn man das Geld hat, gib mal. Ja, und die Zeit, Omega Lul. Ja, nee, ich hatte halt schon extrem Sorgen, dass der PC wirklich broke ist, Digga. Weil dann hätte ich mir einen neuen kaufen müssen, dann hätte das gedauert, bis der angekommen wäre. Dann hätte ich alles einrichten müssen. Digga, dann wäre ich gefühlt, actually, insgesamt so 5-6 Tage ohne PC. Das war halt so ein bisschen belastend, aber im Endeffekt ist nichts passiert. Aber witzigerweise, Real Talk, der PC läuft jetzt besser als davor. Ich weiß nicht warum, Digga. Aber irgendwie läuft alles knackiger. Kann natürlich auch Einbildung sein, bin ich ganz ehrlich, ne? Digga, ich habe viel Bildung und sehr viel eigene davon. Ja, kann natürlich auch das sein, actually, auf jeden Fall. Aber das stellen wir jetzt mal nicht im Raum. Die nächsten Tage kommt eine Story, wie mein Zeh angeknackst ist oder bald gebrochen. Digga, keine Ahnung, ich gehe damit auch nicht zum Arzt. Würde ich sagen, wir schreien, lasst ein Abo und Like da. Teilt dieses verflucht geil erotisches Video. Das hätte ich vielleicht am Anfang schneiden müssen. Dann würde ich sagen, wieder schon reingehauen. Macht es nicht besser als ich, Digga. Macht es schlechter. Wenn ich so ein Ding ist, das, Digga, würde ich sagen, tschö.